Hallöchen! Heute geht es um folgendes Buch und zwar Wahrscheinlich Liebe von Meg Rossoff aus dem Goldmann Verlag. Das Ganze wurde mir netterweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, beziehungsweise auch so ein bisschen was über die Gründe, warum ich es nicht zu Ende gelesen habe. Denn falls ihr meinen Lesemonat gesehen habt, dann wisst ihr schon, dass ich es nicht zu Ende gelesen habe. Das Ganze hier dreht sich um Jonathan Truffaut. Der führt ein Leben, von dem manch einer vielleicht träumen würde. In New York, mit zwei Hunden, hat einen Job, eine kleine Wohnung, wozu er aber bei beidem eher ja, zufällig oder durch andere gekommen ist. Das heißt, das Ganze hat nicht unbedingt etwas mit seinem Erfolg zu tun, sondern er ist eher auch unzufrieden in dem, was er tut in der Werbeagentur. Und dann ja, nimmt so die Geschichte ihren Lauf, vor allem mit den zwei Hunden. Diese zwei Hunde, Dante und Sissy, sind bei ihm, denn sein Bruder hat sie bei ihm gelassen. Der wollte sie nicht unbedingt mitnehmen und jetzt kümmert sich eben Jonathan um diese zwei Hunde. Eigentlich mag er keine Hunde, genauso wie er seine Arbeit eigentlich nicht mag. Und als dann aber seine Freundin kommt und ihn besucht, stellt er fest, die mag die beiden Hunde noch viel weniger als er. Plötzlich mag er seine Hunde dann doch. Und das ist auch schon einer der Knackpunkte, weswegen ich so gar nicht in diese Geschichte reingefunden habe, was mir sehr, sehr leid tut. Ich habe ungefähr 100 Seiten gelesen davon, aber das Ganze konnte mich irgendwie nicht mitreißen, dass ich es weiterlesen wollte. Denn ich saß die ganze Zeit nur kopfschüttelnd darüber und habe mir gedacht, was will dieses Buch von mir? Ich wusste überhaupt nicht mehr, was es will und konnte mich gar nicht darauf einlassen. Das liegt daran, dass Jonathan sehr widersprüchlich reagiert, finde ich. Also zum einen in Bezug auf seine Arbeit, die er einmal hasst und einmal liebt, aber für mich aus nicht schlüssigen Gründen. Also wenn es dafür Gründe gäbe, dann könnte ich das noch verstehen, aber die gibt es irgendwie nicht. Dann hasst und liebt er mal seine Hunde, genauso mit seiner Freundin. Das heißt, einmal steht er auf der Seite der Hunde, einmal auf der Seite der Freundin. Das ist alles für mich nicht klar gewesen und nicht eindeutig und dementsprechend sehr verwirrend gestaltet. Wie gesagt, man hat nicht so richtig herausgefunden, worauf er hinaus will oder worauf dieses Buch hinaus will. Und ja, hinten drauf stehen aber so Sätze wie eine romantische Liebesgeschichte, die gleichzeitig weiß und urkomisch ist. Habe ich keins von beiden jetzt erlebt, leider. Deswegen will ich nur ganz ehrlich sagen, ja, ich habe es einfach nicht, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Also klärt mich ruhig auf, wenn jemand das gelesen hat und sagt, nee, das ist doch ein tolles Buch, lies es doch ruhig nochmal unter dem und dem Aspekt dann vielleicht kann ich es dann besser verstehen. Abgesehen davon steht hier, dass Jonathan die nette Tierärztin Dr. Claire kennenlernt und Rettung naht. Ja, in diesem Buch, wie gesagt, in den Seiten, die ich gelesen habe, taucht diese Tierärztin auf. Sie wird als extrem unsympathisch beschrieben und überhaupt nicht nett. Auch überhaupt nicht zuvorkommend, höflich, wie auch immer. Dementsprechend hat mich das sehr verwirrt, weil das mit dem Klappentext ja nicht so ganz übereinstimmt. Und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, als ob sie eine größere Rolle noch spielt. Vielleicht passiert das dann, weiß ich nicht. Vielleicht nähern sich die beiden noch an. Keine Ahnung. Ich kann es darüber nur fachsimpeln eben nicht, aber nur raten, was noch, spekulieren, was noch passiert. Aber ja, mir hat das Ganze leider, wie gesagt, nicht gefallen. Schaut es euch mal an, vielleicht versteht ihr es, wenn ihr mehr mit Hunden zu tun habt. Ich habe keinen Hund, vielleicht ist das auch ein Knackpunkt, keine Ahnung. Deswegen hat mich dieses Buch eher verwirrt zurückgelassen und ich hoffe, ihr konntet jetzt was mit dieser Rezension anfangen, denn mir fällt es sehr schwer, ein Buch ganz schlecht zu reden. Da kann ich auch nicht, denn prinzipiell war es ja die Zeit, die ich es gelesen habe, schon in dem Maße angenehm, dass ich es ja soweit gelesen habe. Aber irgendwie war es mir dann doch zu viel Widerspruch und zu viel hin und her, was ich letztendlich nicht verstanden habe. Also für mich gab es keine Gründe für ein Hin und Her. Und das fand ich sehr schade. Kann auch sein, ich weiß es nicht, ob es mal an der Übersetzung liegt. Wie gesagt, wenn ihr euch für das Grundprinzip der Geschichte interessiert, ein Kerl, der sich um zwei Hunde kümmert, die nicht ihm gehören, der eine super hübsche Freundin hat, die er laut seiner Aussage und auch der Freunde nicht verdient hat und die zu gut und zu schön und überhaupt für ihn ist, vielleicht ist es ein perfektes Setting, das ihr gerne lesen möchtet, dann schaut euch das mal an. Ansonsten, ja,
ist es vielleicht auch einfach nicht das Richtige. Zumindest für mich gewesen. Gut, wenn ihr das Ganze gelesen habt, dann schreibt es doch einfach mal unten rein in die Kommentare und sagt mir, wie eure Meinung zu diesem Buch war. Würde mich sehr interessieren, weil es eben mir jetzt nicht so sehr gefallen hat. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden, vielleicht habe ich es überhaupt gar nicht verstanden. Dann schreibt mir das gerne auch. Vielleicht kann ich daraus lernen und entweder in Zukunft nicht mehr ein derartiges Buch anfragen oder mich reinweisen und das dann durchziehen. Wer weiß. Gut, dann hoffe ich, schaut ihr einfach beim nächsten Mal wieder mit rein, wenn ich euch ein bisschen was über Bücher erzähle. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!